Fortschrittlich sind auch unsere Zuschauer, die sind immer up to date. Rick Krawetzke zum Beispiel sagt, wie waren denn die Dreharbeiten zu Schneewittchen? Ach, ja, großartig. Wolltest du schon immer mal eine böse Königin oder Stiefmutter spielen? Also es ist natürlich eine Traumrolle, so eine böse Stiefmutter zu spielen, dann kann man sich richtig ausleben. In dem Fall hatte ich das Glück, dass es das Regiedebüt von meinem wunderbaren Ex-Freund Chow Tino ist, der ja als Kameramann sehr bekannt ist. Und ich wirklich stolz bin, dass er mir die Chance gegeben hat, da die böse Königin zu spielen. Mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn man sich so gut kennt. Wir haben ja auch viele andere Filme, auch Banklady hat er ja Kamera gemacht. War eine besondere Herausforderung, weil wir einfach viel Übersetzung, die sonst zwischen Schauspielerin und Regisseur stattfindet, überhaupt nicht brauchen. Und das natürlich ganz schnell funktioniert. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wollen wir mal reingucken? Ja, unbedingt. Ja? Komm, wir wollen alle doch wissen, wie sieht die böse Königin aus? Wir haben die Bilder hier. Schau mal. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Zauberei. Das ist der Ode. Frau Königin. Ihr seid die Schönste hier. Oh, Mensch, da stellen sich aber mir auch die Nackenhaare hoch. Naja. Machst aber gut. Also es ist toll, weil ich habe den Spiegel noch gar nicht gesehen. Der wurde ja dann animiert und ja, schön zu sehen. Weihnachten dann endlich im ZDF zu sehen. Also Märchen, aber ich glaube, das ein oder andere Märchen hattest du auch früher mal gemacht, ne? Ich glaube nicht. Für Kika? Gab es für Kika nicht schon mal eine Produktion? Ich glaube, ich habe noch nie ein Märchen gemacht. Nee. Das ist mein erstes. Dann habe ich dich da einfach verhaftet. Und Peter Gasweiler, den haben wir ja gestern hier bei Volle Kanne gesehen, spielt da auch mit. Ja, das ist einer unserer wunderbaren Zwerge, die mir alle sehr ans Herz gewachsen sind. Ne? Also es waren ja also 4 deutsche Zwerge und 4 oder 5, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube 2 tschechische und jedenfalls eine ganz tolle Truppe und eine muntere, lustige, fröhliche Truppe. Ja, es lohnt sich Weihnachten wieder den Fernseher einzuschalten und in die Märchenwelt einzutauchen. Also kommen wir jetzt noch